So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Letztes Mal hatten wir mal wieder ein Frank-Level, was uns ganz schön gefordert hat. Und nach weiter unten kommt noch ein Frank-Level. Frostbite. Okay, wir gucken. Wir gucken. Ich würde sagen, wir gucken. Icicles everywhere, hat er geschrieben. Ah. Icy. Icy. Versteht ihr? Okay. Das war die falsche Richtung, du Pflaume. Okay, das wird interessant, die Stelle. Die Stelle wird interessant. Hui. Ah nee, das geht sogar. Gar nicht so schlimm, wie ich es dachte. Oh, so langsam darf dann auch gerne mal ein Checkpoint kommen, ne? Danke. Gut, dass er gekommen ist. Gut, dass er gekommen ist. Frank weiß einfach, wann man Checkpoints setzt. Frank weiß einfach, wo Checkpoints hingehören. Guter Mann. Oh mein Gott, was mache ich denn da falsch? Alles. Ah. Jetzt. Easy. Oh, der ist schneller gefallen, als ich dachte. Nice. Der nächste Check. Okay, gut, dass er hier war. Gut, dass er hier war, der Checkpoint. Das war aufregend. Jo, was? Oh, nee. Oh, nein. Wenn ich das auf... Ach, Mann. Schade. Das... Ah. Ah, wenn ich das jetzt auf Anhieb bekommen hätte. Das wäre... Das wäre nice gewesen. Jetzt muss ich hier nochmal durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so schlimm war es gar... Wir waren doch schon wieder am Ende. Come on.
Hitbox. Also, willst du mich veralbern? Wieso krieg ich's denn nicht mehr hin? Was ist los? Sag mal, bin ich bekloppt? Das reicht nicht mal ansatzweise. Ja, wieso schaffe ich denn jetzt den Sprung nicht mehr? Wieso sind Dinge, die man 3 oder 4 Mal hintereinander auf Anhieb schafft, plötzlich schwierig? Das gibt's doch nicht! Okay, was mache ich gerade anders? Hä? Hä? Ich verstehe die Welt gerade nicht mehr. So, ich habe es ja vorhin die ganze Zeit einfach gemacht. Ja, was? Warum? Ich drück doch nichts anderes. Ich drücke nichts anderes. Hä? Wieso passt es mal und mal nicht? Also jetzt gerade gar nicht mehr. Ich verstehe. Das ist jetzt wieder ein Moment. Das ist jetzt wieder ein Moment, wo ich einfach nur. Weiß ich nicht. Es war nie ein Problem, die Stelle. Es war nie ein Problem und jetzt kriege ich sie nicht mehr hin. Also, Real Talk, ich versteh's nicht. Was habe ich jetzt anders gemacht? Nein, jetzt muss ich es nochmal machen. Ah, genau das wollte ich nicht. Hä? Jetzt geht sie wieder. Ich bin ich komplett bescheuert? Jetzt ist das nächste, Alter. Jetzt geht das eine, jetzt geht das andere nicht mehr. Jetzt
sterbe ich wahrscheinlich in dem Abschnitt, das immer noch nicht gestorben bisher. Also, glaubst du es manchmal, ne? Manchmal weiß man einfach nicht, was man noch sagen soll. So, jetzt. Hätten wir das nicht vorhin auf Anhieb haben können. Ach, wir wären fertig gewesen, Mann. Ärgerlich. Ärgerlich, aber okay. Aber wir hätten das so schön haben können. Ich war so nah dran beim ersten Mal da hinten. Und dann mussten nochmal 3 bis 4 Minuten Videozeit drauf. Okay. Dynamite, BTS, weiß ich nicht, muss ich nicht spielen. Painbow Road von Rabaros. Wir gehen mal ganz vorsichtig rein. Pangasess High. Nee, mein Freund, echt nicht. Okay, es ist es Kaizo, aber mit Schwerkraft. Das könnte es ja interessant machen. Ja, weiß ich auch, dass das falsch war. Danke für die Info. Ach, muss ich hier im... Ich muss mich so hochbauen mit dem Ding, ne? So nicht. Oder komme ich da? Nee, komme ich nicht. Ja, so nämlich. Irgendwie so. Das geht in der Schwerkraft ja ganz easy sogar. L. Ja, dann geht er darüber. Da sollte er jetzt nicht hin, aber dann habe ich verstanden, was ich tun soll. Okay, wir lernen so ein bisschen die Kaizo-Techniken. Das ist ja auch lustig. Na, das machen die ja sonst ohne Schwerkraft halt. Okay. Ja. Und nü? Jo, oh mein Gott. Ah, schon böse. Nein, es reicht nicht. Wait, das soll ja gar nicht höher. Der soll ja runter. Mann. Okay. Yes! Checkpoint. Ah ja. Wieder rüber, wieder rüber, wieder rüber. No. Aber jetzt verstehe ich, wie diese ganzen Tricks funktionieren mit den Dingern. Na, die sind ja sehr groß und so weiter, aber vom Konzept her funktioniert es halt ganz genauso. Lel. Aua. Wir spielen jetzt praktisch gerade Kaizo in einfach und Slow-Mo. Oh. Ah, warte, ich kann ja den benutzen.
kann er den blauen selber benutzen, ne? Oder so. Oder so. In Kombination geht's natürlich auch. Okay. Das wird nicht reichen. Ach, der geht nicht durch die... Okay, der geht nicht durch die Sägen. Ah, war dumm. Aber ich bin halt zu... Ah, komm. Oh, schade. Irgendwie so könnte ich es hinkriegen. Irgendwie so könnte ich es hinkriegen. Ich habe hier kein gutes Setup. Das ist mein Problem. Ich habe hier noch keine gute... Also... Noch keinen so wirklich guten Plan. Kriege ich den jetzt irgendwie... Ah, Mann, er nimmt den dann nicht mehr. Der ist ein Ticken zu hoch noch. Ja, na! Ich habe mich eigentlich schon als Sieger gesehen. Hab mich hingehauen. Oha! Jetzt haben sie sich gegenseitig geschrottet. Nein, wie mache ich denn da? Wie kriege ich das denn hin, dass ich da weiter unten durchkomme? So kommen wir mal höher. Mann. Ich will nicht höher, ich will runter. Und, ja, nein, oh, ich dachte, ich krieg's hin. Ich dachte, ich krieg's hin, aber ich hab's nicht hinbekommen. Lol. Jetzt, okay, so. Was ist jetzt los? Ist da eine Bombe drin oder so? Okay. Oh, ich hätte... Scheiße. Nein, falsche Richtung. Das war's nicht. Nein! Ich kann noch so hoch, es haut nicht hin. Oh. So. Oder auch nicht. Aber ein bisschen, ich darf ein bisschen, muss ich höher und dann muss ich wieder rüber. Jawohl.
Nur ein bisschen und dann rüber. Ja! Jetzt habe ich einen Rhythmus raus. Okay. So, was tun wir jetzt hier? Achso, geht das aber auch schon. Aber müssen die jetzt noch mit? Müssen die weiter, weil die genau darüber springen? Ich brauche die doch gar nicht mehr, oder? Oder haben die einen Schlüssel? Haben die einen Schlüssel, den ich brauche? Das könnte natürlich sein, das weiß ich nicht. Ah, jetzt habe ich den Dreh hier raus. Okay. Haben die einen Schlüssel? Das sind die einfach nur Deko. Wenn man den ausgelöst hat da oben. F. Gut, vielleicht brauche ich die auch, um überhaupt darüber zu kommen. Da habe ich noch gar nicht mehr drüber Gedanken gemacht. Okay, aber jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich es raus. Sehr schön. Ja, okay, ich brauche die wirklich beide, um darüber zu kommen. Verstanden. Und sie geben keinen Schlüssel, das ist schon mal gut zu wissen. Nein! Okay. Nein! Ja! Hier ist einfach Ende! Hier ist einfach Ende! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Level jetzt zu Ende ist. Oh, Freude! Freude! Große Freude. Und wir haben eine neue Technik gelernt. Was tue ich? Ich habe gerade gelernt, wie man hier direkt die Seiten skippen kann, ohne da hoch mit dem Pfeil zu gehen. Lol, okay. So, das war Painbow Road. Und dann sind wir durch. Das waren alle neuen Level und Evelyn will immer noch ein Level bauen. Evelyn, es tut mir leid, dass ich dein Level so niedergemacht habe. So, gucken wir uns das hier noch an. Das sieht doch toll aus. Toll! Mensch! Ach ja! Was ein schönes Level. Okay. Die vielversprechend Level sind wie immer wahnsinnig vielversprechend. Vielversprechender Müll. Boah, das war schon... Boah, fast hätte ich es nicht durch die Lücke geschafft. Das war echt... Das war echt anspruchsvoll. Das war echt anspruchsvoll. Ich würde aber tatsächlich ganz gerne ein wirklich gutes, vielversprechendes Level noch spielen.
aber ich glaube, es wird... Okay, Sans Boss Battle. Let's go. Ja, es ist tatsächlich Sans Boss Battle, okay. Kann ich dem Feuer ausweichen, ist die Frage. Nee, okay, also der Treffer ist sicher. Ich will auch hier gar nicht mehr groß sein, kommt mir gerade. Ich will hier wirklich nicht groß sein. Oh. Ich habe nicht nachgedacht. Ich wollte gerade sagen, da brauche ich die Pilze am Anfang ja gar nicht sammeln. Aber ist ja auch wieder Quatsch. Ich will am Anfang ja groß sein. Hier muss ich ja groß sein, sonst geht ja gar nichts. Okay. Okay. What now? Ah, das war's. Easy. Was jetzt? Jo! Okay. Irgendwann muss noch dieses Drehfeuer wahrscheinlich. Ja, scheiße! Oh, es würde sogar reichen. Es würde sogar reichen. Oh nein, aber das ist das Ende. Ist gar nicht mal so doof gemacht. Ist gar nicht mal so doof gemacht. Also das bekommt auf jeden Fall ein Like. Man fühlt schon den Kampf gegen Sans. Man fühlt es schon, ja. So. Oh, ich dachte schon, ich versau's wieder. Wenn man weiß, was kommt, ist es ja kein Problem. Yay! Win! Okay, na, es war ganz cool. Es war schon ganz cool. Entschuldigung. Mein Gott. Wir müssen mal dem nächsten Part... Was heißt demnächst? Im nächsten Part mache ich das einfach so. Jetzt habe ich es gesagt. Neue Musiklevel uns angucken. Es gibt bestimmt neue Musiklevel, gute. Da werden wir das nächste Mal hier... Machen wir letzte 90 Tage, ist schon okay. Das ist halt jetzt die Frage, wenn ich alle mache, kriege ich wieder nur Anhörmusiklevel, ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Dann krieg ich halt lauter Level, die einfach nur durchlaufend sind. Haben wir das schon mal gemacht? So was Ähnliches haben wir schon mal gemacht, ne? Na gut, das wird halt jeder nachbauen auch. Da.
Ich schätze mal, das ist einfach ein Nachbau von dem, was wir schon mal gespielt haben. Aber halt mit eigenen Ideen, hoffe ich mal. Ja, easy. Das ist Luigi's Mansion. Kirby, Kirby, Kirby. Ah, es ist schön gebaut. Muss man sagen, es ist schön gebaut. Viel zu kurz. Viel zu kurz. Okay. Ja, dann gucken wir uns im nächsten Part wieder ein paar Musiklevel an. Wer Musiklevel nicht mag, sollte den Part skippen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.